Leute, hier ist wieder Emma. 15 Jahre ist es her, dass ich das letzte Mal in so einer Judo-Halle stand. Und heute kann ich mich wieder ausprobieren beim SC Berlin. Dankeschön. Als ich so klein war wie ihr, konnte ich das nicht. Weiß auch nicht. Ja, das Training war irgendwie auch wirklich anstrengend. Also vor allem die Erwärmung geht mega auf die Kondition. Und dann auch diese Würfe, die sehen ja immer so lax über die Schulter aus, aber da braucht man Körperspannung. Und die hatte ich, glaube ich, heute nicht so wie die anderen. Willst du mich anfangen? Nee, macht ihr mal ruhig erstmal. Ich schau mir das dann mal, an. Kinder trainieren bei uns 2 bis 3 Mal die Woche, manche sogar noch mal ein 4. Mal, wenn sie hier das Stützpunkttraining noch zusätzlich besuchen, in der Altersklasse U13, U15. Und natürlich macht es denen Spaß, sind auch ein bisschen verrückt. Das würden sie nicht fast jeden Nachmittag mit Judosport sich ans Bein binden. Ui, da geht's aber rund. Sind denn auch so Wettkämpfe, also passiert da auch mal was Ernstes? Bei den Wettkämpfen passiert relativ wenig. Wir haben ganz, ganz viele Kämpfe. Kann schon mal sein, dass sich einer mal ein bisschen wehtut oder dass man die Nase blutet oder am Finger mal eine blutende Verletzung entsteht. Aber schwerwiegende Verletzungen wie ein gebrochener Arm oder eine ausgerenkte Schulter passiert relativ selten, weil alle, die kämpfen, die können auch die Fallschule und wissen ganz genau, jetzt darf ich mich nicht mehr abschließen, jetzt muss ich einfach fallen, sonst tut mir weh. Wir haben auch mal unterschiedliche Sachen, die wir beim Training machen. Auch öfters sind mal ein paar Spiele mit bei. Manchmal sind die wettkampfbetont da, die Spiele. Andermal sind so Sportspiele, die man auch in anderen Sportarten macht. Und die Gemeinschaft, die Judo mit sich bringt, weil man ja als Einzelkämpfer aber im Training ein Team braucht, das macht natürlich viel Spaß. Und insbesondere bei Wettkämpfen dann gegenseitig anfeuern. Mit dem Körperkontakt an sich hatte ich, glaube ich, gar kein Problem. Es ist zwar ungewohnt, wenn man so lange, ne, wir Menschen sind immer so ein bisschen auf Distanz und beim Judo ist ja genau das Gegenteil. Es war vielleicht die ersten paar Minuten ein bisschen ungewohnt, aber ich meine, hier machen ja alle dasselbe und da gewöhnt man sich dran. Nach einer Niederlage ist die erste Enttäuschung natürlich tierisch groß. Jeder kann damit anders umgehen. Es gibt ein paar Kinder, ein paar Kämpfer, die sich erstmal in die Ecke verkriechen, ein Tränchen drücken. Es gibt auch welche, die sofort wieder dastehen, ich will weitermachen. Wir als Trainer haben natürlich die Aufgabe, dann zu trösten. Das machen wir natürlich gerne und geben natürlich den Hinweis, wie es beim nächsten Mal besser laufen könnte. Vielen Dank, dass ich heute bei euch hier mittrainieren durfte. Blaue Flecken habe ich hoffentlich nicht bekommen. Ich sage vielen Dank und tschüss!